Guten Abend! Ja, Abend! 23 Uhr Stunde Giga The Show! Yes! Super, wie das ist immer so abwechselnd auch, ne? Ja. Ich sag The, du sagst Show. Aber ich finde, das Show muss auch alleine stehen, weil das ist so, weißt du, das hat's verdient, den Spotlight nur auf Show. Weil nur das ist Show? Ja, ist ja auch eine Show. Es ist die größte Show, meiner Meinung nach, im deutschen Fernsehen. Absolut. Und vor allem die häufigste auch. Ja, ne? Das stimmt. Neben der Tagesshow. Das ist richtig. Die kommt noch ein bisschen häufiger, aber die hat dafür nicht so tolle Themen wie wir. Nee. Die haben immer nur miese Themen, die einen schlecht fühlen lassen, dass es Menschen schlecht geht und Kriege ausbrechen. Wir hingegen haben tolle Neuigkeiten für euch. Wir haben auch übrigens eine Interaktivität, die ist unerreicht. Ja? Wir haben ja vorhin besprochen, dass es immer wieder Spiele gibt, die exklusiv für einzelne Plattformen erscheinen. Da hatten wir ein Interview mit Wolfgang Ebert von Konami. Jetzt haben wir am Telefon Andreas Rothenbusch und ihr kennt ihn wahrscheinlich aus der Community besser als John Damien. Da haben wir schon den einen oder anderen Comment vorgelesen. Ich nenne dich trotzdem jetzt mal Andreas. Hallo Andreas, kannst du mich hören? Jo, ich kann euch hören. Hallo. Hallo, wunderschönen guten Abend. Du hast gesagt, du hast einiges zum Besten zu geben zum Thema Exklusivität von einzelnen Spielen für einzelne Plattformen. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich finde es eigentlich ehrlich gesagt schade, dass die ganzen großen Titel immer weniger Exklusivtitel sind. Ich finde es eigentlich eher schade, dass es weniger exklusiv ist? Ja, zum Beispiel Mass Effect soll ja angeblich der zweite Teil ja auch für die PS3 erscheinen. Mhm. Und du würdest dir wünschen, dass solche Spiele dann exklusiv für zum Beispiel Xbox rauskommen? Das wäre dir lieber? Ja, das wären wir lieber. Mhm. Und warum? Weil vor allem irgendwie mich als Sammler hat das irgendwie noch einen Grund, erst recht die ganzen Konsolen zu sammeln. Wenn ich jetzt halt alle Spiele auf einer Konsole haben würde, würde irgendwie der ganze Sammlertrieb irgendwie, der wäre eigentlich gar nicht vorhanden dann. Mhm. Vielleicht der größte Grund, warum ich es schade finde. Aber ist das dann nicht eigentlich egal, für welche Plattform du das Spiel hast, solange es im Regal steht? Ja, das ist schon, natürlich. Aber es gibt ja immer irgendwelche Titel, wo man eine Konsole irgendwie unbedingt haben muss. Zum Beispiel, ich letztes Jahr wollte eigentlich, habe erst mal gar nicht gedacht, ich brauche die PS3 gar nicht. Aha. Als dann irgendwie der Release von Metal Gear 4 näher gekommen ist, habe ich dann schon gedacht, das ist ja schon toll, die PS3 da stehen zu haben. Ja. Das heißt, für dich ist dann so ein exklusiver Titel auch irgendwo eine Rechtfertigung für den Kauf einer neuen Konsole? Auf jeden Fall, ja. Okay, das heißt, du hast vielleicht schlechtes Gewissen, wenn du dir eine zweite Konsole kaufen musst, aber das Spiel, das beruhigt dann dein Gewissen und dann packst du gerne den Geldbeutel aus. Ja. Genau so schaut's aus. Was hast du denn für, also du hast jetzt, vernehme ich dann, eine PlayStation 3 und eine Xbox zu Hause, hast du auch eine Wii zu Hause? Auch eine Wii, ja. Wahnsinn. Und wenn jetzt ein Spiel für beide Plattformen rauskommt, für PS3 und Xbox, für welche kaufst du dir das lieber? Dann schaue ich eigentlich immer meistens, welche Version vielleicht technisch besser ist. Wenn es vielleicht auf der 360 mehr ruckelt, dann kaufe ich die PS3, also das schaue ich dann darauf dann. Glaubst du denn, dass das ein Spiel schlechter macht, wenn die Entwickler diesen Kompromiss eingehen und sagen, wir entwickeln für beide Plattformen? Glaubst du, das Spiel leidet drunter? Nicht unbedingt, vielleicht von der technischen Seite, weil man natürlich, wenn man es auf der PS3 entwickelt, kann man sich speziell auf den Blu-ray konzentrieren oder beim Xbox, zum Beispiel Xbox Live. Also ich glaube, von der technischen Seite hat es dann ein paar Nachteile. Mhm. Als letzte Frage, worauf freust du dich am meisten? Was ist dein Lieblingsspiel am noch nicht veröffentlichten Spielehimmel? Am nicht veröffentlichten Spielehimmel? Ein neues Legacy of Kain wäre schön, aber da ist ja nichts angekündigt. Ja, momentan warte ich auf noch Force Unleashed. Force Unleashed, Star Wars. Ja. Bist Star Wars-Fan? Genau, ganz großer Star Wars-Fan. Super, dann danke ich dir. Vielen Dank, Andreas Rothenbusch, alias John Damien. Passt uns ganz gut, dass wir gerade mit ihm telefonieren konnten, denn wir müssen leider vermelden und auch das ist eine Neuigkeit, der wir als investigative Journalisten nachkommen müssen. Die Seite giga.de hat gerade Stabilitätsprobleme. Das ein oder andere Mal kackt sie ab, wie wir im Journalistendeutsch sagen. Das gefällt uns nicht. Aber wir müssen euch bitten, bleibt dabei und werdet nicht müde, F5 zu drücken. Eines Tages wird die Seite auch wieder funktionieren und außerdem brauchen wir die Klicks. Jetzt gibt's den Newsflash. Ja, schönen Dank nochmal an John Damien, einer unserer fleißigsten User bei uns hier bei den Comments bei Giga. Ihr seht also, es macht sich bewährt, auf die Seite zu gehen, wenn sie da ist, dann das Comments-Feature auch zu nutzen. So, jetzt kommen wir zu einer sehr schönen News und zwar zum neuen Tom Clancy-Shooter.
der sich Hawks nennt, ist aber entgegen aller anderen Tom Clancy-Teile nicht etwa ein Ego-Shooter im Stile von Rainbow Six und Konsorten, sondern ein Action-Shooter/Flugsimulation, sage ich jetzt mal. Und wir haben ja neulich schon darüber berichtet, schöne High-Res-Bilder davon gesehen. Und jetzt wurde bekannt gegeben von Ubisoft, dass man bei Hawks mit echten Satellitenaufnahmen arbeitet. Hier sehen wir auch nochmal sehr schöne Bilder von Hawks. Und zwar wird es so Satellitenaufnahmen von Rio de Janeiro zum Beispiel geben, von Cape Canaveral aus Florida oder auch Bilder vom Mittleren Osten. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, weil diese Bilder stammen nicht etwa irgendwie jetzt schlecht zusammengezimmert mit einer Handkamera aus dem Flugzeug gemacht, sondern vielmehr von einem echten Satelliten. Dieser Satellit trägt den Namen Iconos. Ja, wer kennt ihn nicht, den berühmten Satelliten Iconos? Ich persönlich muss sagen, es ist mein Lieblingssatellit. Ja, und angeboten wird dieser Satellit nämlich von GeoEye, einem Anbieter, ich muss das ablesen, weil das ist einfach zu verrückt, ne? Hier, einem Anbieter für Satelliten-, Luft- und Erdrauminformationen. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal spektakulär. Das heißt, wenn ihr dann Hawks spielt und dann irgendwie durch die Gegend fliegt, dann seht ihr echte Momentaufnahmen von Rio de Janeiro aus der Luft. Ist das nicht geil? Ich finde das geil. Modifikation. Wirken ja so ein bisschen für Spiele manchmal wie so Critical Care, verlängern das Leben. Denn sie geben euch neue Impulse, neue Settings, neue Spielmodi, die dann, zum Beispiel an dem Tournament ist so ein Fall, das Spiel doch noch ein bisschen langlebiger machen. Da gibt es zahlreiche Modifikationen, die das Spiel sowas von verändern, dass man es gar nicht mehr wiedererkennt. Und jetzt gibt es ein Projekt, welches das Gleiche mit Crysis machen könnte. Ihr erinnert euch vielleicht, Crysis ist der inoffizielle Nachfolger von Far Cry aus dem Hause Crytek. Und da hat der Mapper Andrew Hescu, vielleicht in der Community besser bekannt als Androcles, sich mal rangesetzt und aus diesem Palmenbewuchs eine mittelalterliche Stadt gemacht, das könnt ihr hier sehen. Und das Ganze sieht wirklich unglaublich beeindruckend aus. Und wenn tatsächlich mal eine Map oder eine Mod in diesem Stile erscheint, dann kann man wirklich nur sagen, Hut ab, da ist anscheinend noch so einiges möglich in der Modder-Szene. Wir bleiben natürlich dran. Und wenn tatsächlich irgendwann mal was Spielbares daraus entwächst, dann werden wir euch das natürlich zeigen. Zuerst, weltexklusiv. Ja. Weltexklusiv ist ja vielleicht auch das Thema, was ich euch jetzt anbieten kann. Und zwar wollte ich es eben schon zeigen, und zwar ging es um Prince of Persia. Heute ist der große Prince of Persia-Tag bei uns gewesen. Wir hatten ein sehr schönes Feature dazu. Und es wird ja einen Film geben von Prince of Persia, Sands of Time, eine Realverfilmung mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und da haben sich ja viele überlegt, so Jake Gyllenhaal, ja, ob das die richtige Wahl ist. Und viele werden es nicht wissen, ich muss jetzt Werbung in eigener Sache machen, weil ich vorhin nicht anders gefunden habe. Ich mache ja in meiner Freizeit auch gerne mal einen Blog zum Thema Filme und Serien. Und da habe ich ein Foto von Jake Gyllenhaal. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen. Zum Vergleich, hier, ja, das ist Jake Gyllenhaal in seiner Rolle als Prince of Persia. Und so sieht Prince of Persia im Spiel aus. Nochmal zum Vergleich, hier, Jake Gyllenhaal. Guckt euch mal bitte diese, wie der Amerikaner sagen würde, Abs an, ja, weil wie die den gepumpt haben, das war ja immer so ein Hemd eigentlich und jetzt hier so Anabol, ja, oder was. Und hier dann nochmal die Spielfassung, also der sieht dem ja wirklich sehr ähnlich, da denke ich, kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen, auf die Filmumsetzung, könnt ihr euch angucken auf allthatsfun.blogspot.com. Wie war die Adresse? allthatsfun.blogspot.com. allthatsfun. Da bin ich ja mal gespannt, ob dieser Name seinem Namen gerecht wird. Ähnlich wie Schalke 04, die sind ja heute ihrem Namen gerecht geworden. Das ist gemein. Nee, das ist nicht gemein. Das ist nur realistisch, wir sind Journalisten unabhängig informativ und deswegen haben wir noch eine weitere Meldung für euch aus dem Bereich Wirtschaft. Die dürfte euch interessieren. Ubisoft hat nämlich verlautbaren lassen in einem Interview mit GameIndustry.biz, dass derzeit Europa für Publisher Ubisoft der interessanteste Markt der Welt ist. Das hängt natürlich zum einen mit dem starken Euro zusammen, denn hier kriegt man einfach mehr fürs Geld. Zum anderen hängt das aber auch mit der Leidenschaft der Europäer für Casual Games zusammen, also Spiele, die man mal so nebenbei so ein bisschen zocken kann, ohne dass man sich großartig darin vertiefen muss. Wer nicht weiß, was Casual Games sind, World of Warcraft ist kein Casual Game. So wie ich das gespielt habe, schon. Wenn man das nur nutzt, um zu angeln zum Beispiel, dann ist das fast schon ein Casual Game. Apropos Casual Game. Neue Konsole eventuell für Nintendo. Ja. Eine bessere Überleitung war gerade nicht da. Es wird gemunkelt, dass es vielleicht demnächst eine neue Konsole von Nintendo geben wird. Wobei gemunkelt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Denn normalerweise hat so eine Konsolengeneration eine Lebensdauer von, ich sag mal,
4 bis 6 Jahren. Nur mal zum Vergleich, es gibt zum Beispiel die Xbox, gab es 4 Jahre, bevor die 360 kam. Die PlayStation 2 gab es ganze 6 Jahre, bevor die neue PlayStation 3 kam. Und den GameCube gab es immerhin 5 Jahre. Also zwischen 4 und 6 Jahre lebt so eine Konsole. Und da wird natürlich gerechnet, wann kommen die neuen Konsolengenerationen. Und jetzt hat Colin Sebastian von Lazard Capital Markets Analyst was dazu gesagt. Und zwar sagt er, im Moment scheint sich die Industrie darauf geeinigt zu haben, dass die nächste größere Hardware-Aktualisierung nicht vor 2011 oder 2012 erfolgt, mit einer Ausnahme, nämlich Nintendo, die die Wii mit mehr Prozessor-Power, DVD-Unterstützung und oder größerem Speicherplatz schon vorher aufrüsten könnten. Da streut er natürlich jetzt ein Gerücht, aber man kann sich das mal überlegen. Die Wii ist natürlich die von den technischen Daten eher schwächste Konsole im Feld der aktuellen Konsolengeneration. Und eventuell müssen sie da ein bisschen was drauflegen. Vielleicht kommt eine Erweiterung oder so, wie es damals beim Mega Drive mit dem 32X war oder mit dem Mega CD. Aktuell gibt es aber natürlich noch keine offizielle Ankündigung von Nintendo. Aber wir bleiben am Ball für euch, ne? Was hat das Jahr 1994 mit dem Herbst 2009 gemeinsam? Nochmal. Zu spät, Zug ist abgefahren, er hat es nicht gewusst. Die Antwort ist natürlich Jagged Alliance, der 1994 hat dieses fantastische Spiel zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt, hat damals für Furore gesorgt, ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem man Söldner anheuert und mit denen dann diverse Aufträge erfüllt. Der zweite Teil zu Jagged Alliance übrigens, oder Jagged Alliance, wie Eddie sagen würde, ist übrigens ein gutes Thema für unseren Aufhänger gewesen, Verspätung bei Spielen, denn die konnten ihr Release-Termin auch um viele, viele, viele Monate nicht einhalten, was mich damals persönlich sehr mitgenommen hat und traumatisiert. Aber, um mal wieder zurück zur News zu kommen, Jagged Alliance wird dann im Herbst 2009 umgesetzt, endlich für Nintendo DS. Das ist eine tolle Neuigkeit, dass diese kleine Konsole das Spiel, was vormals für den PC verkauft worden ist, also stemmen kann. Solltet ihr euch die Uhr nachstellen, im Herbst 2009 ist es weit, dann heißt es wieder Söldner anheuern und sich den Weg freiballern. Jetzt ist es ja plötzlich wieder Jagged Alliance, ne? Du bist ja, ich bin ja lernfähig. Du bist ja, ich beharre ja, nicht auf meinem Im Gegensatz Standpunkt. Zu Asamoah, ne? Ich bin dialogfähig. Was ist mit Asamoah? Du bist lernfähig im Gegensatz zu Asamoah. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber heute, großes Thema bei uns ja des Tages gewesen. Was ist denn jetzt? Asamoah, lernfähig. Du beleidigst also den Asamoah jetzt, ne? Also ich möchte eine Lanze brechen für Asamoah. Das ist ein cleveres Kerlchen. So, jetzt bin ich hier der Schalke-Arsch. Ja? Nein, aber Kevin Kurani ist derjenige, der nicht lernfähig ist. Nichts gegen Kevin Kurani, habe ich in meinem Communio-Team und der wird viele Punkte machen. Siehst du, das ist der einzige Grund, weshalb du ihn lieb hast. Entschuldigung, was hast du? Nee, aber unser Thema heute war ja Release-Dates und so weiter. Und da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Was glaubst du denn, lieber Nils Bohmhoff, als doch sehr game-erfahrener Journalist, warum die Spiele verschoben werden? Ja, ich glaube gar nicht, dass es die Spiele sind, die verschoben werden. Ich glaube einfach, dass zum einen die Publisher Druck machen, das Spiel möglichst früh releasen zu wollen und dass die Entwicklerstudios da nicht hinterherkommen. Dass es dann einfach so Zeitpunkte gibt, die gesetzt werden, so als Zwischenstation, die werden nicht eingehalten, weil es gibt ja immer viele unvorhergesehene Dinge in der Entwicklung eines Spiels, die man eben nicht, das sagt der Name unvorhergesehen, vorhersehen kann. Explosionen. Nein, aber Bugs zum Beispiel, also technische Probleme, dass man mit der Programmierung, man kann den Termin ja nur antizipieren. Du kannst bei einem Buch sagen, okay, ich schaffe am Tag 12 Seiten oder so, ja, aber du kannst bei einer Programmierung nicht sagen, oh, das Spiel wird auf jeden Fall bugfrei sein. Nachher bist du in der Beta-Phase und testest das und da sind 20.000 Bugs. Aber da kann man ja dann argumentieren, okay, das Spiel muss bis zum Zeitpunkt, weiß ich nicht, im November muss es fertig sein und dann beginnt die zweimonatige Bugsuchungskommission und dann hat man 2 Monate Zeit, Bugs zu suchen. Ja, aber es kommt ja nicht überraschend. Also ich meine, es gibt ja nun jetzt schon seit geraumer Zeit Videospiele. Also es gibt, ich kann mir das schon vorstellen, bei so technischen Sachen, also ich habe schon mit Windows meine Probleme, das zum Laufen zu bekommen, ja, dass es da tatsächlich dann den einen oder anderen Bug gibt, der erst gefunden und dann beseitigt werden muss. Es gibt immer wieder Spiele wie Gothic, die releasen ihr Spiel ja nicht freiwillig so verbuggt, ja. Da bin ich mir nicht sicher. Ne? Aber gut, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Eure Meinung könnt ihr auf die Seite posten, eventuell. Und jetzt geht's weiter mit Red Alert 3. Viel Spaß.